Genau, also heute geht es um die zwei Philosophen Emerson und Thoreau. Und die hatten in Amerika wirklich einen Einfluss, der grundlegender kaum hätte sein können. Man sieht hier an den Lebensjahren 1803 bis 1882 bei Emerson und 17 bis 62 bei Thoreau, dass das schon ziemlich in die Zeit der Romantik fällt. Und man merkt auch deutlich, es gibt sehr viele romantische Einflüsse bei den beiden. Aber es ist eine absolut einzigartig amerikanische Sichtweise und die finden wir heute auch noch in vielen, vielen Dingen. Und ich hoffe, das kann ich im Laufe des Vortrags darstellen. Besonders bekannt aus heutiger Sicht ist Thoreau vor allem dafür, dass er hier in diese kleine Hütte gezogen ist, 2 Jahre lang. Die steht auf Emersons Grundstück und hat, also die Hütte ist ein Nachbau, die originale Hütte steht natürlich nicht mehr, aber genauso sah die aus. Und sie steht am Walden Pond in Massachusetts, nahe Boston. Und darin hat er 2 Jahre lang gelebt, hat sich selbst versorgt, hat nachgedacht, war eins mit der Natur und hat Bücher geschrieben. Und ich denke, das ist ein guter Zugang zu dieser Philosophie, wo man sieht, worum es geht. Andererseits berufen sich zum Beispiel Mahatma Gandhi auf Thoreau, Martin Luther King, Nelson Mandela. Und in dieser Bandbreite sieht man, denke ich, wie grundlegend diese Philosophie einen Einfluss hat. Es geht also wirklich, Leute, die in die Natur gehen, berufen sich auf sie und ja, Revolutionsführer oder friedliche Revolutionsführer. Genau. Jetzt schauen wir uns mal an, wie das also zusammengeht. Kurz noch, mich hat die Philosophie auch grundlegend beeinflusst. Ich bin nämlich dann im Auto eine Zeit lang um die Welt gefahren, aber jetzt nicht um so wirklich coole Bilder zu machen oder so, sondern ich habe in der Zeit 3 Bücher geschrieben und wollte eben auch diesen Einklang mit der Natur und diese Selbsterfahrung. Genau, wir machen so lange ein wenig weiter, da brauchen wir nicht für alles die Bilder. Die zentralen Punkte der Philosophie. Emerson und Thoreau sind die Gründerväter dessen, was wir heute als amerikanische Literatur und als amerikanisches Denken begreifen. Emerson war Sohn eines Unitarierpastors und hat auch selbst Theologie studiert. Hatte dann auch einige Zeit praktiziert. Allerdings von Anfang an ein Problem mit der organisierten Religion. Das geht aus einer einzigartigen Sichtweise auf die Welt zurück. Und die entstand durch 3 Einflüsse hauptsächlich. Emerson hatte schon früh sehr viel gelesen. Er hatte wirklich alles von Shakespeare bis zu den Romantikern, bis zu den alten Griechen gelesen. Und hatte dann geheiratet. Und nachdem seine Frau mit 19 Jahren schon verstorben ist, ging er nach Paris. Und in Paris war er in dem berühmten Jardin des Plantes. Das ist ein großer Pflanzengarten mit ganz viel beeindruckender Natur. Und da hatte er diesen Einfluss, dass er gespürt hat, er ist eins mit der Natur und mit der Umwelt und dem Göttlichen. Und das ist der eine Einfluss, das ist der Punkt, den wir immer wieder finden in seiner Philosophie. Und der andere ist, er ist einigen berühmten Schriftstellern begegnet. Und dabei hat er gemerkt, dass auch die eigentlich nur Menschen sind. Die waren in ihren Werken und in ihren Schriften unglaublich groß und beeindruckend. Aber wenn man sich mit ihnen unterhalten hat, dann hatten die Schwächen, die hatten Stärken und manchmal waren sie einfach auch schlecht gelaunt. Und das hat ihn dazu gebracht zu sagen, heute sitzen viele Menschen in Bibliotheken und verehren geistige Überväter, die da aus den Büchern zu entsprechen. Und dabei vergessen sie aber, dass diese geistigen Überväter früher auch nur junge Menschen in Bibliotheken waren, die halt dann irgendwann mal was aufgeschrieben haben, was Eigenes. Und daraus hat er die Schlussfolgerung abgeleitet, dass wirklich jeder Mensch auf seine Weise einzigartig und besonders ist. Kommt gleich. Und das sind die 2 Punkte, die wir da nichts mehr zu sehen. So, das ist irgendwie nur ein Teil. Weiter geht's. Genau, also das war Emerson. Ich denke, da haben wir so ein grobes Bild. Machen wir weiter bei Thoreau. Er hatte als Lehrer gearbeitet und sich dann für damalige Zeiten unvorstellbare Weise geweigert, die Prügelstrafe anzuwenden. Dann war er kein Lehrer mehr und auf der Suche nach einer neuen
neuen Berufung. Und die hat er gefunden in Amazon. Denn Amazon hatte den Club der Transzendentalisten gegründet, in dem sich sozusagen die erste intellektuelle Bewegung der Amerikaner gegründet hatte. Und genau, Thoreau hatte da seinen geistigen Vater gefunden. Wichtige Werke bei Amazon: Nature, The American Scholar und Self-Reliance. Und bei Thoreau, Walden, da schreibt er über seine Erfahrung in der Hütte an Walden Pond und über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat. Wir werden dann auf die Werke nochmal kommen, nur dass Sie die schon mal gehört haben. So, und ich habe mich gefragt, wie ich das jetzt am klügsten erkläre, und man versucht das ja auch mal ein wenig interessant zu machen, dass Sie es nicht schon dreimal gehört haben auf die gleiche Art und Weise. Und deswegen habe ich mir Personen herausgenommen, die heute entweder noch leben oder zumindest noch Einfluss haben. Und an deren Beispiel versuche ich, meinen Teil der Philosophie zu erklären. Und die erste dieser Personen ist Carl Sagan. Und die zwei Ideen, um die es mir hier geht, ist nämlich erstens, dass alles eins ist, und zweitens, dass immer etwas dahinter ein wenig steht. Carl Sagan war in den 70ern gerade einer der berühmtesten Astronomen der Welt. Er hat die Planetary Society gegründet, die sich für die Erforschung des Weltraums einsetzt und in der Serie Cosmos die Natur präsentiert, die Naturwissenschaft. Versucht der Öffentlichkeit in einer Fernsehsendung wissenschaftliches Denken beizubringen. Und Sagan greift oft auf Rhetorik und eine Denkweise zurück, die durchaus sehr an die Transzendentalisten erinnert. Ein Beispiel, das mir immer sehr gut gefallen hat als Jünger, ist das Beispiel einer Supernova. Sagan sagt, als das Universum direkt nach dem Urknall bestand eigentlich nur aus Helium und Wasserstoff. Das waren die einzigen Elemente, die es gab. Da haben sich große Bündel zusammengeformt. Irgendwann waren die so schwer, dass sie sich in ihrem Innern entzündet haben und dann war es ein Stern. Und dann wurden die Atome immer wieder geschmolzen zusammen. Und dadurch ist dann auch im Periodensystem der Elemente alles entstanden, was eben nach Wasserstoff und Helium kommt. Und das Ganze geht so lange gut, bis Eisen irgendwann entsteht. Denn sobald im Inneren eines Steins ein Eisenkern entsteht, wirft die Reaktion keine Energie mehr ab. Deswegen wird der Eisenkern immer größer. Und wenn er irgendwann so auf der Größe der Erde ankommt und der Stern ist richtig groß, ist das so viel Gravitation, dass es die Elektronen in den Kern zieht. Dadurch wird der Eisenkern geschrumpft von der Größe der Erde auf einige wenige Kilometer. Und das Ganze passiert in einem Sekundenbruchteil. Dem Stern zieht es natürlich dann damit den Boden und den Füßen weg und alles kracht rein. Und dabei wird es so heiß, dass alle Elemente entstehen, die heißer sind, die schwerer, also die im Periodensystem der Elemente nach Eisen stehen. Also zum Beispiel Gold und diese Dinge. Und Sagan geht darauf zurück. Er sagt, alles, was wir sind, ist im Inneren eines Sternes zusammengeschmolzen worden. Genauso meine Bestandteile wie ihre, genauso wie die Bestandteile der Natur, der Bäume oder dieses Hauses. Also es ist alles eins. Und das berühmte Zitat von ihm lautet, wir alle bestehen aus Sternstaub. Der Stickstoff in unserer DNA, das Calcium in unseren Zähnen, das Eisen in unserem Blut und der Kohlenstoff in unserem Apfelkuchen. All diese Elemente stammen aus dem inneren Sterben der Sterne. Und jetzt geht er eben diesen nächsten Schritt. Er sagt, im Bewusstsein des Menschen erkennt das Universum sich selbst. Und das ist ein gewisses transzendentales Element, das eben hinter die Dinge sieht und da eine Bedeutung vermutet. In der Sichtweise Sagans sind wir also eins mit der Natur und nicht der Gegenspieler. Dieser Unterschied, den viele von uns bewusst oder unbewusst machen, dass sie die Natur hier sehen und den Menschen da, der löst sich auf. Es wird alles eins. Und diese Einigkeit finden wir auch bei Emerson und Thoreau. Allerdings entsteht sie da nicht durch Zufall und irgendwie durch physikalische Reaktion, sondern aus dem Göttlichen heraus. Das Göttliche ist also nichts Äußeres, es gibt nicht irgendwo diesen Gott. Das Göttliche ist genau wie die Atome in uns. Jeder von uns trägt einen Teil des Göttlichen in sich. Es steckt in jedem Sandkorn und in den Sternen. Und durch unser Handeln zeigen wir den göttlichen Willen. Wir sehen jetzt immer das gleiche Bild, ne? Genau, ja, also das ist so. Ich habe nur hier meine Notizen, die ich durchscrolle.
Genau, dieser Glaube an eine höhere Realität, an eine Ebene hinter dem Ding, ist natürlich nicht völlig neu. Die gab es vor Emerson auch schon, die gibt es bei Kant natürlich, ganz, ganz eindeutig, die gab es auch bei Platon schon und bei den Neuplatonikern, zum Beispiel Plotin. Er war eben der Meinung, nur der Himmel ist wahr und alles, was auf der Erde passiert, sind unperfekte Abbilder dessen. Und was wir daraus ableiten können auch, ist eine gewisse Betonung der Intuition. Die finden wir auch bei den europäischen Romantikern. Aber natürlich, wenn es irgendwie das Göttliche gibt, das in uns allen steckt, dann kann sich das in unserer Intuition zeigen. Damit wird die Empirie geschwächt. Also wir können nicht mehr alles erkennen. Wir können nicht mehr alles logisch durch rein empirische Dinge analysieren. Und das ist noch ein großer Unterschied zum Modell der Aufklärung, wie wir es zum Beispiel letzte Woche hatten, wo man eben rein analytisch vorgeht. Ein weiterer großer Unterschied ist, dass bei Emerson die Natur nicht beim Baum aufhört. Laut Emerson ist alles Natur, außer die menschliche Seele. Das heißt, unsere Körper sind auch Natur. Unsere Besitztümer sind Natur. Und das ist noch ein großer Unterschied wieder. Ich versuche das immer darzustellen, warum das so wichtig war in dieser Situation. Weil zum Beispiel bei Locke finden wir noch die Idee, dass eben durch unser Eigentum wir definieren, auch wer wir sind. Und diese Idee, dass der im Spiegel nicht wirklich wir sind, sondern nur die Seele, die war dann eine große Veränderung. Entsprechend kritisch sahen die beiden auch, also Emerson und Thoreau, sahen die beiden zum Beispiel auch Benjamin Franklin. Der kam gar nicht gut weg, weil er natürlich sehr besitzstrebend war. Und der große Unterschied noch zu sagen, oder ein Unterschied zu Sagan wäre jetzt, dass Carl Sagan glaubt, im Endeffekt sind wir alle zufällig entstanden. Bei Emerson gibt es die Überseele. Wir sind alle Teile der Überseele. Die steckt in uns allen. Und wir sind ein kleiner Teil dessen. Abgekapselt, aber wir sind immerhin Teil. Und über diese Überseele sagt ja der oberste Richter über die Fehler der Vergangenheit und der Gegenwart. Und der einzige wahre Prophet ist die große Natur, in der wir ruhen. So wie die Erde in dem weichen Arm der Atmosphäre. Diese Einheit, diese Überseele vereint alle Menschen zu einem gemeinsamen Herzen. Genau, und also wir leben zwar nacheinander, die Menschen, und wir leben auch, wenn wir gleichzeitig leben, geteilt voneinander, räumlich. Wir entstehen in Partikeln. Aber wir sind immer mit dieser gleichen Seele miteinander verbunden. Darin liegt eine universelle Schönheit. Und diese Idee, die findet man auch wieder in der Astronomie, bei Carl Sagan. Es gibt bei ihm das schöne Beispiel, dass wir bestehen ja alle aus unglaublich vielen Atomen und Molekülen. Und wenn man jetzt ein paar Jahre wartet und jemand stirbt und dann 10 Jahre später alles ein bisschen gut durchmischt, stecken in jedem Schluck Wasser, den wir trinken, 10 Moleküle, die auch in diesen Menschen gesteckt haben. Das heißt also, wenn wir jetzt einen Schluck Wasser trinken, ist da drin ein Teil von Hitler, ein Teil von Mahatma Gandhi und ein Teil unserer Urgroßeltern. Und auch das ist natürlich ein gewisses verbindendes Element, das Sagan in seiner Philosophie so darstellt. Er nimmt das Göttliche raus, aber es gibt eben diese Verbindung. Die findet sich auch heute noch in ihm. Und die große Lehre eben aus Emerson und Thoreau ist es, durch solche Erkenntnisse nicht einfach mit den Achseln zu zucken, auch wenn man überhaupt nicht religiös ist, sondern einfach dahinter etwas sehen zu wollen, dass wir alle Teile dessen sind. Dass wir sagen, okay, was ich bin, mein Körper, ist nicht wirklich meiner. Er ist gegeben. Er war früher Bestandteil von anderen Menschen, er war Bestandteil von Bäumen, von Dinosauriern, von allem. Jetzt habe ich ihn gerade und in 20 Jahren werden die meisten Moleküle davon schon wieder jemand anderem gehören. Und auch daraus kann man diesen Geist ableiten, auch wenn man überhaupt nicht religiös ist. Und das fand ich immer sehr spannend. Und noch eins, was Sagan und Emerson gemeinsam haben, ist, sie gehen davon aus, dass man alles über die Welt wissen kann. Genau wie die Naturwissenschaft glaubt, mit
entsprechender Zeit und Nachdenken kann man alles herausbekommen. Glaubt auch Emerson, dass wenn alles in der Welt Abbild des Göttlichen ist, auch wir, dann hat der allwissende Göttliche natürlich diese Welt so geschaffen, dass wir diese Dinge erfahren und verstehen können. Und diese Antwort finden wir durch unser Leben und durch unser Handeln. Darauf kommen wir dann später nochmal zurück. Denn das große Besondere an Emerson ist, dass er nicht nur diesen Unterschied sieht zwischen der Welt und dem dahinter, sondern dass er uns auch eine Idee gibt, wie wir dieses dahinter erfahren können oder verstehen können und wie wir unseren Platz verstehen können. Und dafür habe ich als Beispiel Christopher McCandless gewählt, der ging, den kennt man besonders aus dem Film Into the Wild, der ging 1992 nach Alaska und hatte beschlossen, da ähnlich wie eben Thoreau komplett für sich selbst zu leben. Er hatte dann diesen Bus entdeckt, den man hier auf dem Bild sieht, und hat sich darin eingerichtet, komplett von der Welt getrennt. Die war jetzt nicht so weit weg, aber gut. Und hatte in seinem Leben viel Emerson und Thoreau gelesen. Natürlich auch andere Literatur, die die Schönheit Alaskas beschreibt. Und das hatte ihn sehr beeinflusst, dahin zu gehen, da zu leben. Man muss dazu sagen, das ging nicht gut aus. McCandless ist dann nach 4 Monaten etwa verhungert. Aber die Idee dahinter ist, denke ich, doch die gleiche. Und weil man da eher so bekannt ist, habe ich mich mehr ausgewählt. Denn, was er auch zeigt, ist die Betonung der Natur. Das wollte ich nicht. Genau. Entschuldigung, nach 4 Monaten verhungert, hat er einfach nichts mehr gegessen. Oder wie kann man nach 4 Monaten verhungern, wenn man was... Es ist nicht ganz klar. Also man muss auch sagen, er hat nicht weit gelebt von der nächsten Stadt. Er hätte also in einem Tagesmarsch Essen kaufen können. Er hatte sich wohl vielleicht vergiftet und konnte deswegen nicht mehr laufen. Okay. Und war aber auch nicht gut vorbereitet. Also da kam vieles zusammen. Mhm. Also ich kann den Film Into the Wild empfehlen. Es gibt auch ein Buch dazu. Und also es ist eine sehr interessante, da kommt wirklich vieles zusammen. Also meines Wissens hat er eine Pflanze erwischt, die Lebenserscheinungen hervorgerufen hat. Genau, das ist also offizielle Ursache eben verhungern. Und warum vermutet man, dass da vielleicht eine Vergiftung dabei war? Weiß man nicht genau. Genau. Jedenfalls, Emerson hat geschrieben, als streift der Mensch in den Wäldern seine Jahre ab, wie die Schlange ihre Haut. Und ist, in welchen Jahre seines Lebens er auch stehen mag, doch immer ein Kind. In den Wäldern ist immerwährende Jugend. In diesen Pflanzungen Gottes herrscht Würde und Heiligkeit. Eine immerwährende Festlichkeit wird bereitet und kein Gast vermag zu erkennen, wie in 1000 Jahren ihre überdrüssig werden sollte. Und diese Bewunderung für die Natur und diese Hingabe zur Natur ist bei Weitem kein Selbstzweck. Es hat einen symbolischen Effekt. Für Emerson war es so, dass in etwa so wie Worte auf Papier sind am Ende auch zufällige Anordnungen von Buchstaben und auch die sind dann wieder zufällige Anordnungen von Elementen. Und trotzdem, irgendwie daraus können wir ein Schema erkennen und das verstehen und uns zugänglich machen. Und genauso war für Emerson die Natur ein Abbild des Göttlichen. Und das können wir verstehen und analysieren und uns zugänglich zu machen. Er schreibt, ein Mensch, der in die Einsamkeit gehen will, muss sich von seiner Wohnstube ebenso weit entfernen wie von der Gesellschaft. Ich bin nicht allein, während ich lese und schreibe, obschon niemand bei mir ist. Aber wenn ein Mensch allein sein will, lass ihn zu den Sternen aufblicken. Und darin steckt ein weiterer großer Punkt, der McCandless bewegt hat, in die Wildnis zu gehen, nämlich die Idee, seinem eigenen Willen, seinen eigenen Antrieben zu folgen, statt sozialen Zwängen oder Ideen, die von außen vorgegeben werden. Emerson sagt dazu, niemand ist er selbst, weil alle sind, was sie sein sollen. Die Idee ist wieder, dass das Göttliche in uns ist und uns bewegt und motiviert und durch unser Handeln Dinge darstellen will. Und dieses Göttliche müssen wir aber auch ausleben, weil wenn wir es ignorieren,
um zu tun, was unsere Eltern von uns wollen oder was, unsere, was die Gesellschaft von uns verlangt, dann unterdrücken wir es und dann kann es nicht nach außen kommen. Die Idee ist also, dass nichts heilig ist, also unser eigener Verstand. Und wenn wir dadurch Konventionen brechen, dann ist das eben so. Das galt auch für kirchliche Ideen und das galt auch generell in persönlichen Beziehungen zu anderen Menschen. Emerson und Thoreau waren deswegen für ihre Ehrlichkeit bekannt und galten auch teilweise als unangenehm, weil sie hier jetzt die Höflichkeitsform manchmal eben im Sinne der Ehrlichkeit etwas zurückschreibten. Wie gesagt, das ist nicht sinnfreie Romantik, es geht darum, in der Wildnis finde ich etwas Wertvolleres und Verwandteres als auf den Straßen und in den Dörfern. In der ruhigen Landschaft und besonders in der weit entfernten Linie am Horizont erblickt der Mensch etwas, das so schön ist wie seine eigene Natur. Man könnte also aus diesen Zeilen provokativ ableiten, dass Emerson sich eigentlich nicht wirklich um die Natur kümmert. Die Natur ist ihm eigentlich egal. Es geht um den Menschen und die Natur ist ein Werkzeug zur Selbsterkenntnis. Das ist ihr Wert für uns. Und das Gleiche gilt auch für die Kultur. Also es muss zur Selbsterkenntnis beitragen. Darauf kommen wir dann noch zurück. Auch die Isolation, die jetzt bei dem Beispiel hier sehr wörtlich genommen wird, würde Emerson vielleicht gar nicht so wörtlich nehmen. Er selbst ist ja nie in diese Isolation gegangen. Er wird oft so interpretiert, dass er Isolation fordert. Aber eigentlich geht es vor allen Dingen auch um eine geistige Isolation. Also diese Wehrhaftigkeit gegenüber den Erwartungen der anderen und der Gesellschaft und diesen Dingen, die von mir verlangt werden und die erwartet werden. Und zu sagen können, nein, ich bin hier und das sind meine Ideen und die lebe ich jetzt aus. Und er schreibt, seinen eigenen Gedanken zu trauen. Das zu glauben, was für mich wahr ist und in meinem eigenen Herzen für alle Menschen wahr ist. Das ist Genie. Genau. Das ist was? Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Was ist? Genie. Genie, okay. Und daraus lässt sich auch ein weiterer Punkt ableiten, der Emerson sehr wichtig war. Darauf kommen wir dann nochmal zurück. Ist nämlich diesem Druck der Geschichte zu widerstehen. Für Emerson war die Geschichte eine Last, wenn sie mehr ist als eine Anekdote oder eine lustige Lektion für uns heute. Wenn wir also denken, die Tradition gibt mir diese Lebensweise vor und deswegen muss ich die jetzt mit aller Gewalt einhalten, dann unterdrücke ich natürlich auch das Göttliche. Genau. Und ein Punkt noch, der, glaube ich, ganz wichtig ist, dass wenn wir von diesem göttlichen Ganzen sprechen und dem Individuum, dann ist natürlich das göttliche Ganze nicht ein Priester oder ein Gelehrter oder ein Busfahrer, sondern es ist alles diese Dinge. Und alle diese Dinge stecken in uns. Also ist es auch Unsinn, sich zu limitieren auf eines dieser Dinge. Wenn man so der Meinung ist, die Gesellschaft drückt mich jetzt, hat mir jetzt diese Plakette auferlegt, dass ich bin jetzt der Busfahrer und dann habe ich aber das Recht, daraus auszubrechen. Und das findet man natürlich auch hier bei diesem Beispiel. McKenna's war sehr Sohn wohlhabender Eltern und auch ein guter Student, soweit man das weiß, und hatte seinen Lebensweg eigentlich vor sich und hat den wirklich komplett dann einen Bogen geschlagen. Genau. Und Emerson schreibt dann wieder, erfolgreich ist die Person, die gut gelebt hat, oft gelacht hat und viel geliebt hat, die den Respekt von Kindern erworben hat, die Welt besser verlässt, als er sie gefunden hat. Und die nie die Bewunderung für die Schönheit der Welt verloren hat und die nie das Beste in anderen oder sucht und das Beste von sich selbst gibt. Und damit haben wir noch wieder ein ganz anderes Weltbild, als wir das bei Franklin zum Beispiel hatten,
wo natürlich Erfolg ganz anders definiert wird. Also es war ein Teil dessen, aber Erfolg war auch durchaus das Geld auf dem Konto und die Macht, die man hat in der Welt. Und dieses gute Tun, ein Teil, aber nicht eben, es war ein anderer Ansatz eben. Genau. Und Thoreau hat das auch tief beeinflusst, denn als er dann in diese kleine Hütte, die wir vorhin gesehen haben, gezogen ist, hat er in sein Tagebuch geschrieben, es ist jetzt Zeit, dass ich anfange zu leben. Ich möchte so sein wie ihr, meine Wälder, und werde nicht eher ruhen, bis ich eure Unschuld erlangt habe. Ich möchte bald fortgehen und am See leben, wo ich nur den Wind im Schilf flüstern höre. Das wird ein Erfolg sein, sofern es mir gelingt, mich selbst zurückzulassen. Genau. Also es geht darum, wirklich die Natur zu erkennen und dann diese Schlussfolgerung für mich selbst zu ziehen. Und ich kann mich noch erinnern, damals, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, war das für mich auch so irgendwie dann. Ich bin relativ nah am Wald groß geworden und war dann auf der Wanderung durch den Wald. Und ja, das war zu Schulzeiten und natürlich haben viele Lehrer Erwartungen an einen und die Eltern haben Erwartungen und dann gibt es da vielleicht Mädels, die man irgendwie von sich beeindrucken will. Und diese reine Natur, diese Ruhe, die in der Natur liegt und diese Erhabenheit, die alte Bäume haben, hat mir irgendwie so den Eindruck gegeben, dass der Baum, der steht in 50 Jahren wahrscheinlich hier auch noch. Und ob jetzt meine Lehrer mich mögen und ob ich jetzt alles in der Schule zum Besten befürworten meiner Lehrer erledigt habe, das ist irgendwo zweitrangig. Das ist am Ende nicht entscheidend. Und das ist, denke ich, so ein Beispiel, halt, wie diese Dinge einen beeinflussen können. Gut, das war es zu dem Beispiel. Kurz eins natürlich, was heute auch sich oft auf, was darauf zurückgeht, ist Greenpeace. Ich denke, das sieht man schon, diese Bedeutung der Natur, das werde ich jetzt nicht weiter erklären, ich denke, das ist klar. So, nächstes Beispiel, Brett Favre. Den kennen Sie wahrscheinlich nicht, müssen Sie auch nicht kennen. Er ist Footballspieler und mein absoluter Lieblingsfootballspieler als Kind. Hat wahrscheinlich nie Emerson oder Thoreau gelesen, aber der Punkt ist der, ich komme aus einem kleinen Dorf, wo es nur einen Fußballverein gab, also entweder man spielt Fußball oder macht eben keinen Sport. Und jetzt könnte man sagen, gut, du schaust dir hier einen amerikanischen Footballspieler an und der ist irgendwie dein Vorbild. Was kann der dir geben? Was nützt dir das? Das ist ja eigentlich ein verschenktes Vorbild. Such dir doch jemanden, der hier ist und von dem du lernen kannst, wie du hier und jetzt gut verhalten kannst. Und genau da setzen aber Emerson und Thoreau an. Weil gerade bei Emerson gibt es diesen Fokus auf das Handeln und dieses Überkommen der Heldenverwehrung. Wir haben diese Idee, wir haben ja schon diese Idee, dass es diesen Geist gibt, diese Überseele, die sie in jedem von uns allen steckt. Und wenn es diesen Geist, wenn ich mich auf diesen Geist konzentriere, dann kann ich mich immer fragen, warum bin ich diese Vorbilder, die ich habe, warum sind das meine Vorbilder? Welchen Aspekt des Geistes, der in ihnen steckt, reizt mich an ihnen? Und wenn ich das erkenne, kann ich das irgendwie auf mich beziehen. Und bei mir war es auch so, also dann Brett Favre, der wirft halt für viel Geld einen Ball hin und her. Nicht sonderlich beeindruckend. Was mich an ihm gereizt hat, war, dass er hat in seiner gesamten Karriere nie ein Spiel verpasst, seine Mannschaft. Obwohl er sich oft verletzt hat. Aber wenn die ihn gebraucht haben, dann war er da. Das fand ich gut. Ich fand gut, deswegen habe ich das Bild hier unten, dass er immer die gleiche dreckige Mütze aufhatte und immer ein einfaches, graues T-Shirt an, obwohl er eigentlich sehr reich war. Er hat seine Highschool-Freundin geheiratet und nicht irgendein Model und war eben nicht so der typische Footballspieler, den man kennt, der mit Goldkettchen und Supermodel im Arm rumläuft. Und diesen Geist zu erkennen, diese Dinge, wenn ich mich jetzt nicht darauf konzentriere, dass Brett Favre Footballspieler ist, sondern wenn ich mich nur frage, wie handelt er, wenn ich diesen Geist erkenne, kann ich dieses Handeln auch übernehmen. Das heißt, in der Idee bei Emerson zeigt sich das Göttliche eben nicht in festen Dingen, sondern im Übergang von der Vergangenheit in etwas Neues, im Handeln, im Prozess, im Streben nach einem Ziel. Und wenn ich diesen,
diesen Prozess, diesen Geist erkenne, muss ich nicht einfach stehen bleiben und verehren, sondern ich kann ihn mir untertan machen. Ich kann erkennen, warum dieser Mensch so handelt und kann das für mich selbst nutzen. Emerson sagt dazu, die Welt hasst es, dass die Seele immer etwas eher werden muss. Denn dadurch entwertet sie ständig die Vergangenheit, verwandelt alle Reichtümer in Armut, alles Ansehen in Schande und schiebt Jesus wie Judas gleichsam zur Seite. Und ich denke zum Beispiel, wenn wir Vorbilder haben wie Mutter Teresa oder auch derzeit Elon Musk oder wenn ich mir zum Beispiel wer Neil Armstrong gut fand, dann ist es immer fragwürdig, wie finde ich einen Zugang zu diesem Vorbild? Ich kann einfach nur stillstehen und sie verehren oder ich kann sagen, okay, was fand ich denn an denen gut? Und kann diesen Geist auch in meinem täglichen Handeln leben. Und wenn ich das tue, dann bin ich keineswegs schlechter als sie. Ich habe vielleicht nicht den gleichen großen Effekt, aber solange ich den gleichen Geist lebe, dann mache ich das, bin ich genauso. Bei Emerson zeigt sich das auch in der Sprache. Er wäre also jemand, der statt von einem Referenten spricht, zum Beispiel, von jemandem spricht, der Vorträge hält. Und der also generell diese Formulierung anstrebt, die Macht der Seele zum Handeln darstellen. Er würde sagen, jemand ist vor langem verstorben, sei statt langem tot. Und natürlich würde er auch sagen, statt Rockstars oder Footballstars gibt es Menschen, die Musik machen und Menschen, die Football spielen. Das kann ich auch für mich übernehmen. Und dadurch befreit uns auch von der Vergangenheit, weil es gibt nicht diese großen, die Gründerväter zum Beispiel, diese großen Revolutionäre, die unglaublich viel besser waren als wir heute und deren Urteil über unsere Zeit wir 1:1 annehmen müssen, sondern wir können diesen Geist erkennen und weiterführen, gleichwertig. Er schreibt, unsere Zeit schallt zurück. Sie baut die Gräber der Väter. Sie schreibt Biografien, Geschichtsbücher und Kritik. Vergangene Generationen standen Gott Angesicht zu Angesicht gegenüber. Aber wir sehen ihn nur durch ihre Augen. Warum stellen wir nicht unsere eigene Verbindung zum Universum her? Warum schaffen wir keine eigene Poesie und keine neuartige statt traditionelle Philosophie? Warum ist unsere Religion keine Offenbarung zu uns, sondern zu ihnen? Und das zeigt also auch in Bezug auf Geschichte, in Bezug auf unsere Vorbilder, immer die Frage, was bringt es mir hier und jetzt? Das ist alles, was ich wert ist. Der Rest ist erledigt und interessiert nicht. Nach Emerson, kein Moment der Vergangenheit ist so wichtig wie der jetzige. Keine Generation war besser als die jetzige. Alles, was zählt, ist hier. Und damit sind wir natürlich auch wieder bei diesem Aspekt des eigenen Weges. Also dieser Appell an die Tradition, du musst dich so verhalten, weil das hat man schon immer so gemacht, würde bei Emerson ungehört verhallen. Weil er sagt, gut, das war immer so und jetzt muss ich meine Lehren daraus ziehen und meinen Weg gehen. Und das ist natürlich gerade für jemanden, der für einen Pastorsohn ein großer neuer Ansatz, weil es ist ein Unterschied zu Sünde und Büße und zu diesem Aufsummieren von Handeln, von Handlungen und dann dem Richten. Genau, und das zeigt uns, wie wir mit unseren Vorbildern gut umgehen können. Nächstes Beispiel, Bruce Springsteen. Hätte man jetzt auch Elvis Presley nehmen können oder so. Worum es mir geht, ist, dass es gewisse Dinge in unserem Leben gibt heute, die sind typisch amerikanisch für uns in der Kunst. Und wenn wir zum Beispiel Bruce Springsteen hier lesen, The Highway's Jammed with Broken Heroes on a Last Chance Power Drive. Everybody's out on the run tonight, but there's no place left to hide. Alleine diese Zeilen. Wenn man jetzt jemanden fragen würde, wer hat dieses Lied geschrieben, woher kommt der? Der würde nie sagen, der kommt aus Frankreich. Da geht es um den Highway und diese große Weite und irgendwie diese Hoffnung auf etwas Neues zu finden am Ende der Welt. Da geht es eben nicht um Europa und enge Bevölkerung und das passt irgendwie hier nicht rein. Das ist typisch amerikanisch. Und genau das war ein Herzensanliegen von Emerson. Der in The American Scholar, das war eine Rede, die er gehalten hat, dieses Problem aufgezeigt hat, dass es damals der amerikanischen Intelligenz an Selbstvertrauen gefehlt hat, seiner Meinung nach. Seiner Meinung nach hat Amerika ideologisch nach Europa geschaut und all die Dinge wiederverwertet, aber war nicht fähig,
sein eigenes Ding, eine wirklich einzigartig amerikanische Idee zu schaffen. Er schreibt der amerikanischen Intelligenz für das Selbstvertrauen, wir haben zu lange den Musen Europas gelauscht. Und damit schafft er in gewisser Weise die ideologische Unabhängigkeitserklärung der USA nach der politischen. Auch da geht es mal wieder um die Idee, weg mit dem Zwang der Geschichte und der schlechten Religion, aber eben auch in der Kultur und im intellektuellen Denken, nicht nur in unserem alltäglichen Leben. Und man sieht es ganz gut, wie er das meint, wenn man seine Bücher liest, weil er verweist laufend auf längst tote Menschen, also der zitiert Jesus und kreuz und quer die alten Griechen, aber er unterwirft sich ihnen nicht. Er sagt nicht, die haben das gesagt und deswegen muss es so sein, sondern er fasst sie zusammen und macht sein einzigartig eigenes daraus und schafft etwas Neues, das es vorher in der Form so nicht gab. Und er fürchtet sich dabei auch nicht, teilweise ihre Denkmäler einzureißen und Dinge zu sagen, die ihnen wahrscheinlich ja, so nicht gefallen hätten. Und das ist diese konkrete Forderung. Das findet man eben auch bei Bruce Springsteen zum Beispiel, der natürlich den Rock'n'Roll nicht erfunden hat, aber der viele Dinge zusammennimmt. Und wenn man ein Lied hört, gibt es viele, die sagen, okay, das ist typisch Bruce Springsteen. Es gibt viele neue Künstler, die als so ähnlich wie Bruce beschrieben werden. Und ja, genau. Und dieser Zugang war eben auch wieder wichtig, um den Zugang zum Göttlichen zu finden. Weil wenn wir uns dann in der Kunst finden und wiedererkennen, lernen wir etwas über uns selbst. Und das hilft uns, diesen göttlichen Funken in uns besser zu verstehen. Aber dazu muss natürlich die Kunst und das intellektuelle Denken sich weiterentwickeln. Es muss neu sein. Wenn wir ewig nur die alten Dinge aufkochen, dann kommt ja nichts Neues bei rum. Gut. Liegen wir in der Zeit. Ja. Dann machen wir die anderen jetzt etwas kürzer. Martin Luther King. Großer Sprung. Geht zurück auf Thoreau. Ich hätte hier auch wieder, wie ich vorhin schon einleitend gesagt, Mahatma Gandhi oder Nelson Mandela abbilden können. Denn jeder, der sich friedlich gegen Unrecht auflehnt, steht im Geiste von Thoreau und oft zitiert er ihn. Wie die drei. Man kennt den Ausdruck, den Akt des zivilen Ungehorsams, und das geht eben auf Thoreau zurück. Über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat schrieb er, wenn 1000 Menschen dieses Jahr ihre Steuern nicht bezahlen, so wäre das keine gewaltsame und blutige Maßnahme. Was aber wäre, wenn sie bezahlen und dann damit den Staat in die Lage versetzen, Gewalt anzuwenden und unschuldiges Blut zu vergießen? Hintergrund war, dass Thoreau, wie wir gesehen haben, in seiner Hütte da war, am See und sich sehr seinem Gefühl nach weiterentwickelt hat und viele Dinge über die Welt verstanden hat. Und jetzt kam er zurück in die Welt und das ist zum Beispiel auch der Unterschied zu Nietzsche, dass es eben diese Weiterentwicklung muss sich in meinem Handeln deutlich machen. Und wenn ich jetzt irgendwo in die Natur gehe, und mich selbst erkennen, muss ich in meinem Handeln danach besser sein als in dem Handeln davor. Nur was durch Handeln sich in die Welt zeigt, ist echt. Und Thoreau hat sich gefragt, wie macht er das jetzt? Und zu dieser Zeit war es gerade so, dass Amerika zum einen einen Angriffskrieg geführt hat gegen Mexiko und damit seine Gebiete bis an den Pazifik ausgedehnt hat und andererseits, dass es im Süden nach wie vor die Sklaverei gab. Und jetzt kam Thoreau zurück und hat dann wieder als Lehrer gearbeitet für die Kinder von Emerson und musste deswegen auch Steuern zahlen. Und das war ein Problem für ihn, weil er hat gesagt, mit meinen Steuern unterstütze ich dieses System. Natürlich kriege ich das hier und jetzt nicht mit, aber im Endeffekt unterstütze ich ein System, das unschuldige Menschen überfällt und das andere Menschen wie Tiere behandelt. Und das konnte er mit seinem Gewissen nicht vereinbaren. Logische Konsequenz, er hat natürlich die Steuerzahlung eingestellt und logische Konsequenz dessen, er ist im Gefängnis gelandet. Nur eine Nacht, dann wurde er ausgelöst und war wieder auf freiem Fuß. Der Hintergedanke dessen bei Thoreau ist, dass wir wieder alle den gleichen Geist in uns tragen. Und wenn wir uns
dazu durchringen, denen zu folgen, ohne uns einschränken zu lassen von der Gesellschaft oder von außen, dann heißt das eben auch, man muss sich dem Staat in Unrecht zu widersetzen. Aber es würde nicht zur Anarchie führen, weil jeder irgendwas ablehnt und im Endeffekt nichts mehr geregelt geht, sondern wir tragen alle den gleichen Geist in uns. Deswegen würden wir dann eben, zumindest ein großer Teil, die Steuern einstellen wegen der Sklaverei. Und dann muss der Staat reagieren, dann muss er die Sklaverei abschaffen. Aber es wäre eben nicht so, dass jeder aus irgendeinem Grund die Steuern einsetzt. Es gibt dieses einheitliche Handeln durch die gemeinsame Überseele. Genau. Thoreau hat dazu geschrieben, wenn eine Regierung, die irgendjemand unrechtmäßig einsperrt, ist das Gefängnis der angemessene Platz für einen gerechten Menschen. Der entflohene Sklave und der Indianer mit seiner Anklage gegen das Unrecht, das man seiner Rasse zufügt. Nur hier sollen sie ihn finden, im Gefängnis. Es ist das einzige Haus in einem Sklavenstaat, das ein freier Mann in Ehren bewohnen kann. Und das ist natürlich, deswegen war es wichtig für Martin Luther King und die anderen, ist, man hat nicht nur das Recht, sich einem ungerechten Staat zu widersetzen, man hat sogar eine Pflicht. Und die Idee ist natürlich wichtig. Und zum anderen ist die wichtige Idee dieser friedliche Widerstand. Also ich gehe nicht hin und organisiere mich in einer Miliz, sondern ich zahle keine Steuern, ich finde Mittel und Wege, das durchzusetzen, friedlich. Thoreau schreibt dazu, ich finde, wir sollten erst Menschen sein und danach untertan. Man sollte nicht den Respekt vor dem Gesetz pflegen, sondern vor der Gerechtigkeit. Und das bringt uns zum nächsten Punkt, natürlich die Friedensbewegung in vielerlei Hinsicht knüpft daran an. Und als letzten, Thoreau ist eigentlich gerade in linken Kreisen heute beliebt, wie man jetzt, denke ich, an der Vorrede gut sehen kann. Aber bei Thoreau und Emerson gibt es auch einige Dinge, die sie für die sehr libertären Bewegungen interessant machen. Zum Beispiel Ron Paul, der geistige Vater so der Tea Party und der Befürworter eines kleinen Staats. Denn auch bei Emerson und Thoreau war es so, dass die beste Regierung die ist, die am wenigsten regiert. Und die Gesellschaft, da nehmen sie in gewisser Weise Marx voraus, uns entfremdet von uns selbst. Ich hatte das vorhin schon kurz angesprochen, also wenn man eben in der Gesellschaft lebt, könnte es durch Zwänge entstehen, zum Beispiel gerade damals natürlich noch, dass meine Eltern, welchen Job hatten die und welchen Job kann ich annehmen. Und dann werde ich eben wie Franklin Buchdrucker, einfach weil mein großer Bruder Buchdrucker ist und das ist die einzige Stelle, die ich kriegen kann, die einzige Ausbildung. Ob das der Ausdruck des Göttlichen in mir ist, fragt nie einer. Interessiert keinen. Und daran merkt man, dass es natürlich eine gewisse Entfremdung darstellt. Also ich kriege vielleicht, ich will auf die eine Art leben, aber ich werde gezwungen, auf die andere zu leben. Und wenn man das natürlich weiterführt, könnte man einfach argumentieren, dass man gut, jeder staatliche Eingriff, den ich mache, den ich ihnen vorschreibe, wie sie leben müssen, können sie entfremden. Und deswegen ein möglichst geringer Staat, möglichst kleiner Staat. Genau. Also es ging darum, Thoreau wollte auch wirklich nicht vom Staat versorgt werden, sondern in Ruhe gelassen werden. Genau, er schreibt, die Mehrzahl der Menschen dient dem Staat mit ihren Körpern, nicht als Menschen, sondern als Maschinen. Sie bilden das stehende Heer und die Miliz, die Gefängniswärter, Constabler, Gendarme und so weiter. Vor diesen Leuten hat er weniger Respekt als vor Strohpuppen. Und er schreibt, die Gesellschaft muss sich zwangsweise gegen die Menschlichkeit ihrer Mitglieder verschwören, weil nur so funktioniert es. Und das ist natürlich auch dann etwas, woran Trump anknüpfen kann, wo er dieses Gefühl, dass es da irgendwie diesen gesellschaftlichen Missstand gibt und er muss jetzt der sein, der aufräumt. Er muss jetzt hier den Stall in Washington ausmisten. Das ist eine Idee an dem Amt, die da natürlich nicht so intendiert ist, aber mir geht es auch immer darum zu zeigen, wie man eben Ideen missbrauchen könnte teilweise. Ja, gut. Ich denke, damit sind wir gut durch. Wenn Sie noch Fragen hätten, gerne. Ja, vielen Dank. Jetzt mache ich noch ein bisschen mehr Licht. Also ich bin die ganze Zeit an Rousseau erinnert worden, also zumindest eine gewisse Deutung von Rousseau, der ja auch sagt, wir müssen sozusagen zurück zur Natur,
was jetzt nicht heißt unbedingt zu den Bäumen, aber die Zivilisation ist das, was uns unterdrückt. Und wir brauchen sozusagen da eben eine größere Freiheit, die eben auch auf Selbstverwirklichung hinausgeht. Haben die sich denn auf, also die deutschen Romantiker, die haben den Rousseau alle gelesen und fanden den irgendwie gut, aber haben die den auch gelesen? Oder? Ui, also das kann ich nicht mit Sicherheit beantworten, mir ist jetzt keine Stelle bekannt. Uh-huh. Ich nehme an, mit Sicherheit, also die haben ja alles gelesen eigentlich. Das wäre das erste, das Einzige, was sie nicht gelesen hätten. Uh-huh. Kennen Sie da was? Nee, also ich für mich ist das jetzt ganz neu. Also ich kenne die amerikanischen Romantiker Thoreau und Emerson jetzt gar nicht. Aber ich dachte, das interessiert mich, also das habe ich jetzt immer sehr viel Assoziationen zum Rousseau. Gelesen auf jeden Fall, weil sie haben wirklich alles, was in der Zeit groß war, gelesen. Mir fällt jetzt keine Fußnote ein, wo sie alle beruft. Aber wie gesagt, wenn sie gerade Emerson lesen, dann gibt es auf jeder Seite so viele Fußnoten, da muss einer muss. Ja. Naja, ich meine, wenn man über die Französische Revolution kommt, die ist ja sehr stark von Rousseau beeinflusst worden, dann werden die da schon auch was davon abgeguckt haben. Aber ich meine, es gibt ja auch in der Antike, der Diogenes, der hat ja sozusagen ähnlich, also dieser Drang weg von der Gesellschaft, weil die mich entfremdet, hin zu einer Sehnsucht zur Natur. Aber bei denen, haben Sie gesagt, ist es dann immer auch noch in irgendeiner Weise religiös konnotiert, ne? Dass das Ganze doch göttlich gehalten wird und weil die Natur göttlich ist, habe ich auch, also ist es auch nicht so schlecht, in die Natur zu gehen. Wenn jemand jetzt eine ganz darwinistische Vorstellung von der Natur hat, ne, also dass sobald ich da im Urwald bin, muss ich kämpfen, da ist nichts, was mich sozusagen aufhebt. Daran ist ja dieser eine, der da nach 4 Wochen gescheitert ist, würde ich sagen, der hat nicht damit gerechnet, dass die Natur auch darwinistisch sein kann. Ja. Dann habe ich sozusagen einen anderen Zugang dazu. Genau. Also schon sehr verklärt, denke ich. Und ja, also ich gebe da uneingeschränkt recht. Und, ja, fangen wir da. Ich verstehe nicht diesen letzten Satz. Wie ist das gemeint? Die Gesellschaft? Die Menschlichkeit in uns ist dieses Göttliche zu leben. Und natürlich, wenn Sie jetzt in die Gesellschaft kommen, die Gesellschaft interessiert nichts. Kann nicht funktionieren, indem sie jedem sagen, ja, mach mal du dein Ding und lebe dein Göttliches, sondern sie funktioniert, indem sie eine klare Rolle zuweist. Diese Rolle können sie nicht grenzenlos frei wählen und die schränkt sie natürlich ein in diesem Folge deinen eigenen Weg. Und deswegen ist sie notwendigerweise gegen ihre Mitglieder versprochen. Ist natürlich sehr poetisch auch geschrieben, aber es meint einfach nur, dass man eben dieses Göttliche, diesen in uns in einer Gesellschaft nicht frei leben kann. Und das hatte ich noch vergessen, jetzt weil Sie das einen mit der New Age, das hatte ich alles geklammert, mit der New Age Bewegung, dieses wird in der New Age Bewegung natürlich noch viel weiter gesponnen. Also die gehen dann so weit, da gibt es so Deepak Chopra und solche Leute, die dann wirklich der Meinung sind, wir sind alles eins, das Göttliche, und wir sind eins, und es wäre wissenschaftlich bewiesen, ihrer Meinung nach, dass unsere Gedanken dann dadurch auch die Realität formen können. Das heißt also, sie nennen das the law of attraction, also das die Anziehung. Wenn ich glaube, ich könnte jetzt Basketballspieler werden, obwohl ich schon über 30 bin und 1,75 groß, dann würde das irgendwie in die Richtung sich gehen zu lohnen. Es lohnt sich nicht zu fragen, ob etwas realistisch ist, sondern man muss es eben einfach tun, und dann wäre das alleine dadurch, dass ich es glaube, geht es gut. Kann man für sinnvoll finden oder nicht, aber das ist eben diese, knüpft natürlich auch deutlich an. Und ist so ein bisschen diese Hoffnung, das zu verbinden, die Gesellschaft und das, den Weg zu Gott legen. Ja, der Einzelne und die Gesellschaft scheinen ja dann Gegner zu sein. Ja. Oder der Einzelne kann eigentlich nur in der Gesellschaft wirklich existieren. Es ist ein notwendiges Übel bei den beiden. Das widerspricht sich ja irgendwie. Ja, sie haben das halt dann versucht, gerade Emerson hat nach außen hin eigentlich sehr bürgerlich ausgesehen, finde ich. Und sie haben das eben versucht dann so zu lösen, dass man sagt, okay, man muss mal eine Zeit lang weggehen und dann wieder zurück und muss das eben einbringen, diese Dinge. Aber man muss eben diese geistige Isolation trotzdem bewahren. Also man muss in gewisser Weise, ja natürlich deswegen auch diese Idee, dass es vieles aus den 70ern vorwegnimmt, also die Idee ist ähnlich wie Punkrock natürlich, dass man sagt, okay, ich mach mein Ding und ihr macht euer. Also ein früher Punkrocker sozusagen. Oder Easy Rider, ne, dieser Film. Ja, also das, das schwingt das alles mit. Ja?
Wollte Gott eigentlich, dass wir Naturmenschen werden oder dass wir Kulturmenschen werden? Das wäre doch eine ganz interessante Sache, eine Meinung, die er uns mitgegeben haben könnte. Ja, ich denke, wenn er so weit geht, dass er sagt, macht euch diese Erde untertan, ja, ja, hat er uns ja eine ganz große Vollmacht. Mhm. Und liegt die Entwicklung so ein bisschen in unserer Hand. Mhm. Oder auch ein bisschen viel. Ja, aber dieses Untertan, also das schwingt deutlich mit. Wie geht man das in dieser Philosophie dann aus? Ihr müsst gute Menschen seid ihr nur, wenn ihr Naturmenschen seid. Ich denke, das würden Sie gar nicht so auslegen. Ich denke, das liegt in Ihnen. Das müssen Sie Ihren Weg finden, ob Sie kulturell oder Natur sein wollen. Und wenn sich das Göttliche in Ihnen dazu drängt, in die Natur zu gehen, dann ist das das eine. Und wenn Sie sich in der Kultur finden, dann ist das auch Ihr Ding. Ich denke nicht, das ist eine allgemeine Antwort. Schließt sich Natur und Kultur, schließt sich das aus? Nein, das ist, ich denke, es sind beide Aspekte des Gleichen, des Göttlichen. Und das ist, wie gesagt, alles eins. Mhm. Ja, das scheint so, also wir in Europa, oder sagen wir, wenn man sich so in der europäischen Philosophie auskennt, hat man immer dieses Entweder-Oder. Genau. Ne? Entweder Natur oder Kultur oder Zivilisation oder und entweder Gesellschaft oder Einsamkeit oder Staat oder Freiheit. Bei uns geht es immer Entweder-Oder. Und wenn ich die jetzt richtig verstanden habe, was Sie dargestellt haben, haben Sie natürlich eher die Neigung, sage ich mal, zum ursprünglich Natürlichen, mhm, aber Sie sagen, am Ende musst du gucken, was dein Ding ist, ne, wie man das so schön sagt, und wo du deine Natur am besten ausdrücken kannst. Mhm. Und wenn du den Weg gefunden hast, meinetwegen Basketballspieler, das ist ja Hochzivilisation, ne? Es ist ja wirklich nicht mehr ursprüngliche Natur, aber wenn du jetzt sagst, das ist dein Weg und du den wirklich durchführst, sozusagen ganz entschieden als ganzheitlicher Mensch, dann ist das dein Ding und genau. Dann würde der das ja auch akzeptieren. Ne? Also wir würden ihm jetzt die Widersprüche sagen, also das ist jetzt gar nicht natürlich, sondern das ist hochartifiziell, was du da machst, aber das ist jetzt... Also Thoreau zum Beispiel, der konnte wohl vieles, war auch guter Landvermesser und so, aber nachdem er eben als Lehrer nicht mehr nachdem er das ausgeschlossen hatte, war klar, dass er Schriftsteller werden will. Und auch das war natürlich eine Motivation, jetzt in dieser Hütte billig zu leben und viel Zeit zu haben zum Schreiben und zum Nachdenken. Und Schriftsteller ist natürlich auch überhaupt nicht natürlich. Also ich beschäftige mich mit Papier und schreibe hier etwas auf. Ist hochkulturell, ja. Ja. Und deswegen denke ich, also er sieht da das Gleiche, ja. Es hat ja so einen religiösen Touch, wie ist das Verhältnis zum Christentum? Waren die einer besonderen protestantischen Religion zugehörig oder waren die so, also haben sich mit den Texten des Evangeliums beschäftigt, aber die auch frei benutzt? Genau, ja. Also die waren wirklich alle religiös und gerade eben Emerson aus dieser religiösen Familie stammt und dann eben selbst gelernter Pastor und aber eben von dieser organisierten Religion, die entfremdet uns eigentlich von diesem Zugang zum Göttlichen, weil den finde ich selbst in meinem Handeln, indem ich mir die Natur anschaue und die Kultur und die Menschen um mich herum. Und wenn mir dann irgendwie, wenn sich einer vorstellt und sagt, hier, das ist die Wahrheit, ich verkünde sie dir, dann ist es natürlich ein Widerspruch dessen, dass er den nicht überwinden muss. Also dann muss ich wirklich meinen eigenen Zugang zu der Religion finden und dabei kann mir keine Kirche helfen. Mhm. Ja. Zurück zur Gesellschaft. Gibt es denn bei Emerson keine Hoffnung oder kein Streben nach einer Veränderung der Gesellschaft, sodass sie mehr im Einklang ist mit dem Individuum? Nein. Er ist sehr, er ist da skeptisch und lehnt das rundweg ab. Mhm. Also das ist halt so seine Einschätzung und die zieht er da durch. Man muss dazu sagen auch, Emerson hat jetzt nie ein 500-Seiten-Buch mit, man kann es jetzt nicht mit Kant vergleichen, der eben große ausufernde Werke zu allen geschrieben hat. Das waren Essays, kurze Essays. Mhm. Und
Darwin geht natürlich dann auf einen Punkt ein und die waren auch teilweise nicht unbedingt logisch strukturiert, aber viel hin und her gehüpft dabei. Und deswegen gibt es dann halt auch solche Punkte, die einfach ausgeklammert werden, oder zu denen er sich jetzt nicht positioniert hat. Also ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt eine Überinterpretation ist, aber wo Sie das so sagen, das scheint doch ein bisschen auch dem aktuellen Präsidenten zu entsprechen. Ne? Also dass er sagt, die beste Regierung ist die, welche am wenigsten regiert. Also bei dem hat man ja nicht den Eindruck, dass er jetzt große Projekte macht oder irgendwie Ideen hat, die sozusagen für die nächsten 5 Jahre irgendwas machen, sondern dem fällt heute was ein und er sagt, das ist doch vielleicht gut. Und dann fahre ich aber erstmal jetzt wieder in mein Golfressort und mache sozusagen meine Natur. Also jetzt, ich weiß nicht, ob ich da, also ich bin jetzt kein Kenner der amerikanischen Verhältnisse, aber so wie Sie das schildern, dass man eigentlich so seinen Weg findet und diese Mischung aus wenig Staat und ein bisschen Gefühl der Natur, also das, also er ist jetzt wahrscheinlich kein Anhänger dieser beiden Leute, aber sozusagen, das ist auch so diese, sag ich mal, diese Hintergrundideologie in Amerika gibt, die wir uns hier ganz schlecht vorstellen können. Wir sind ja, also selbst wenn wir in Bayern leben, eigentlich preußisch klar gegliedert, ne, und wissen, wo es lang geht und machen ständig Projekte. Das scheint da irgendwie lockerer zu gehen. Nicht? Okay, also ich meine, wenn man euch jetzt Trump sehr positiv auslegen will, könnte man sagen, er lässt das Göttliche in sich frei entfalten. Ja, aber das, ich glaube, da gibt es welche, die das so sehen. Ja, das muss man... ich denke, dass, das merkt man halt völlig, dieser American Way of Life, dieses lässige, dieser klare, ja, das wird schon. Und wenn du halt, dann mach mal. Weißt du, wenn du nach Kalifornien gehen willst und da dich als Schauspieler besuchen willst, geh hin und das wird schon irgendwie gut gehen. Ich denke, diese Grundidee, auch wenn sich die Menschen da nicht direkt auf Amazon und Thoreau berufen, aber dieser Geist, dieser Spirit schwingt da schon mit, finde ich. Mhm. Ja. Also ich finde überhaupt, dass Thoreau das ist zutiefst amerikanisch, ist eine zutiefst amerikanische Philosophie, die in Europa kommt. Ja. Ich finde auch durch, also ich habe mich das immer gefragt, weil natürlich die Natur einen großen Einfluss auf mich hat. Und wenn ich jetzt in einem Land lebe wie Deutschland, ich kann nicht einfach mal wirklich in die Natur, so in dem Sinne. Wenn ich 5 Kilometer Natur gehe, bin ich im nächsten Dorf. Und in Amerika kann ich wirklich komplett mich irgendwo hin und da gibt es einen See, da gehört dann mein Freund, irgendwie ein 50 Hektar Grundstück und dann baue ich da in meine Hütte und dann habe ich da meine Ruhe. Wüsste ich nicht, wo ich das jetzt, wenn ich hier ins Voralpenland gehe und baue meine Hütte, dann steht morgen einer da und klopft und will ein Händel oder sowas. Und deswegen denke ich, hatte diese Idee auch einen ganz anderen Nährgrund, in dem sie reifen konnte und entstehen konnte. Mhm. Und das war, denke ich, in Europa so nicht möglich, diese Sehnsucht nach der Natur. Das weit und unentschlossen, das finde ich mit, ja. Aber dieser Gedanke des gewaltlosen Widerstandes, das ist jetzt, finde ich, typisch amerikanisch. Und das, also da wüsste ich jetzt nicht, wo wir das in Europa irgendwie theoretisch durchdacht hätten, ne? Also vielleicht so bei ganz großen Heiligen oder so, aber jetzt in der politischen Philosophie, dass man, also auch in die politische Philosophie, wenn ich irgendwie gegen etwas bin, dann muss ich einen Gegenentwurf machen und revolutionär eine Parteien oder Leute um mich sammeln, die auch so denken und dann schreiben wir und dann machen wir eine Demo und dann machen wir irgendwie ganz groß was. Also dass man eher so in diese Negativhaltung reinkommt und sagt, also die machen mit uns etwas und wir ziehen uns da so ganz zurück. Das ist, also das finde ich einen ganz neuen Gedanken, der ja auch sozusagen weltweit Furore gemacht hat. Ne? Und die, also Martin Luther King und Gandhi und die da alle sich drauf berufen, bei denen hat das ja gezündet. Ne? Und vielleicht ist es ja vielleicht genau die Art des Widerstandes, die in Massengesellschaften viel effektiver ist, als sozusagen wir machen was. Ne? Also die dann machen, werden ja meistens dann zu Terroristen bei uns. Ne? Das ist also das finde ich jetzt schon richtig spannend. Ne? Ich fand auch die Idee so spannend zu sagen, okay, ich sitze bei den Steuern an, beim Widerstand. Also wirklich, ich treffe dem am Geld irgendwie, das ist, finde ich, auch sehr amerikanisch. Also als Europäer denkt man, nein, ich muss jetzt auf die Straße gehen und demonstrieren, aber ich zahle meine Steuern nicht und dann merken die schon, was ich von dem Ding halte. Das fand ich, ja.
Ja. Da fällt jetzt gerade nicht der Name ein von diesem Autor, der jetzt gerade eine ganz andere Richtung beschreibt für die amerikanischen Kinder. Der beschreibt nämlich unter einem Titel das letzte Kind, das in die Natur geht oder in den Wald geht und beklagt dieses. Und dann sagt er, ja, wo sind die Kinder heute? Die sind dort, wo die Steckdosen sind, wo man den PC und so anschließen kann und das alles machen. Und ist da nicht eine ganz gravierende Veränderung im Gange zur Zeit? Ja, in gewisser Weise schon. Ich frage mich halt immer, wie, ich meine, Amazon Throw konnten dazu keine Meinung haben. Dazu. Und ich frage mich, wie sie das sehen würden. Ich denke, in gewisser Weise würden sie im Internet zum Beispiel auch die Möglichkeit sehen, mich ideologisch eben nicht von der Gesellschaft zwängen zu lassen, sondern ich kann da rein und dann, egal was ich gerade fühle, was mich antreibt, kann ich da googeln und dann finde ich irgendwie einen Zugang dazu. Und dann kann ich mir ein YouTube-Video anschauen, wie ich zum Beispiel zu Hause irgendwie selbst was schnitzen kann. Und dann, wenn ich finde, ich muss gerade Schnitzer werden, kann ich das werden. Also es ist in gewisser Weise auch eine Befreiung in dem Ganzen. Und deswegen bin ich da immer vorsichtig, irgendwie so Dinge zu verurteilen oder so zu pauschalisieren, weil es halt immer darauf ankommt, wie man es nutzt. Und wie sich die beiden jetzt positioniert hätten, bin ich mir nicht sicher. Aber ich denke, dass es auch durchaus positive Aspekte geben könnte, die sie da hervorheben. Ob sie das getan hätten, ist natürlich dann die Frage, die ich nicht beantworten kann. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ein großes Beispiel ist, aber wir machen ja seit einem Semester Philosophie für junge Leute, ne, an der Münchner Volkshochschule. Und da kommen wirklich junge Leute hin. Und ich habe jetzt drei kennengelernt, die waren für 3 Monate oben in Schweden, in Lappland, genau wie dieser, der da sozusagen die Einsamkeit haben wollte, und haben sozusagen nur das mitgenommen, was sie tragen konnten an Nahrung. Und sonst haben sie da von Blaubeeren und was weiß ich gelebt. Also genau, und die sind alle eigentlich in der EDV und sozusagen, die haben alle ein Smartphone und sind alle, kennen sich da überall mit aus. Ne? Aber die haben für sich gesagt, wir müssen das mal wissen, wie das ist, sozusagen ganz ohne alles. Ne? Also natürlich haben die jetzt auch einen Schlafsack mitgenommen, der wasserdicht ist. Ne? Also da können wir, also da ist ein bisschen Kultur immer noch dabei. Aber das, ich glaube, dass die Menschen heutzutage durchs Internet und die sozialen Medien so ganz von der Natur oder von diesem Geistigen, was Sie da jetzt angesprochen haben mit diesen beiden Philosophen, so ganz ab sind, das glaube ich nicht. Also ich glaube, da wird es immer die Sehnsucht geben, es wird immer welche geben, die sagen, also wenn nicht das ganze Leben, aber man muss es mal gespürt haben. Ne? Es gibt ja auch gerade viele Zeitungen. Und Sie sind doch auch da hingefahren, ne? Also Sie hatten da auch diese. Ja, genau. Also, wahrscheinlich. Es gibt da auch Zeitungen zu diesem Thema, wo dann viele, die eigentlich wirklich das typisch bürgerliche städtische Leben leben, eben sich informieren, wie sie am besten in die Wildnis gehen können. Und manche machen das dann auch und manche weniger. Aber irgendwie diese Sehnsucht besteht, denke ich, in vielen. Und ob man das dann auch leben kann, hängt ja von den Umständen ab. Wenn man jetzt Frau und Kind hat zum Beispiel, dann geht es vielleicht nicht. Aber ich denke, diese Sehnsucht zur Natur, die ist nach wie vor unerloschen. Und man muss halt sehen, wie man die lebt. Ne? Man kann auch Wochenende leben oder dann eben mal für ein Jahr oder zwei. Total. Ja, aber die sind da nicht gerade im Trend. Ich habe das neulich in der Zeitschrift irgendwo gelesen, dass es Anbieter gibt, dass man Wochenende oder Woche genauso lebt. Ne? Mhm. Ja, wobei, also diese gibt es, ich fand es irgendwie doof, dann sozusagen gesellschaftlich sowas anzubieten, weil das widerspricht ja eigentlich der Idee. Also die organisierte, unorganisierte Idee. Aber ist das nicht auch ein Zeichen, dass der Menschheit wirklich irgendwas fehlt, wenn sie solche Sachen machen? Aber Sie haben doch gerade gesagt, also wenn man Frauen und Kinder hat, dann kann man sich das nicht mehr leisten. Dann kann man vielleicht nur noch, sag ich mal, so ein organisiertes Wochenende, in dem die Unorganisiertheit ein bisschen.
Also, aber das zeigt, also dem würde ich Ihnen recht geben, diese Sehnsucht nach dem, was die da jetzt das Göttliche, also das Natürliche, das Göttliche irgendwie nennen, dass das nicht vorbei ist. Ne? Und wahrscheinlich, also je technisierter wir werden, desto größer wird diese Sehnsucht, zumindest im Kleinen, ne? Oder das zu erhalten. Nicht? Also ich meine, das Gefühl, dass hier eben das Göttliche ist, wie gesagt, ich finde, man muss absolut nicht religiös sein. Und das, also jeder, der in die Natur geht, der 2 Monate in der Stadt gelebt hat und der geht einmal in die Natur, hat diese Ruhe und das Vögelzwitschern, der hat irgendwie diesen Moment. Und ich denke, es kann einem etwas geben, da fühlt man sich einfach anders, besser und freier. Und dieses Gefühl, denke ich, hat halt auch viel mit genetischen Sachen und Veranlagungen des Menschen zu tun und das wird so schnell nicht vergehen. Deswegen glaube ich, diese Sehnsucht, die bleibt bestehen und man muss halt sehen, wie man die persönlich leben kann in seinem Alltag. Und vielen fehlt etwas und wenn natürlich dann diese organisierte Unorganisiertheit ist, nicht die beste Möglichkeit dazu, Zugang zu finden, aber es ist immerhin besser als gar nichts. Ne? Und dann machen wir das eben so. Ja, aber es ist nicht auch so, dass viele Menschen, wenn die praktisch der Natur quasi ausgesetzt sind, aus welchen Gründen immer sowas passiert, dass die dann schlichtweg verhungern würden. Also ich zum Beispiel würde verhungern, wenn ich wüsste, was ich essen kann. Ja, also man muss. Also deswegen diese Organisation. Ne? Ich denke, also das muss man auch dann bei Thoreau zum Beispiel sehen. Er war nicht weit entfernt vom nächsten Dorf. Ne? Also das war bei Concord. Und er ging dann auch immer auf den Markt und hat, was er zu viel hatte, hat er verkauft. Also es war kein Leben wie auf dem Mond. Mhm. Es war wirklich nur. Er hat 99% ausgeblendet, der Gesellschaft. Aber nur dieser Notfall. Wenn es ihm schlecht ging, hätte er irgendwie zum Arzt gehen können. Und ich denke, das ist auch wichtig. Also diese Dinge, diese Gesellschaft, die wir haben, darf man nicht verteufeln. Das ist eine riesen Errungenschaft. Und manchmal braucht man eben dieses Selbstfindungsmoment, wo man sagt, okay, wer bin ich eigentlich und was will ich hier? Und sich dazu aber komplett abzuknapseln, macht auch keinen Sinn. Und deswegen, das war vielleicht das Problem von der Kerndocs, den wir hatten, der zu weit ging und dann eben den Weg nach Hause nicht mehr geschafft hat, also ihm schlecht ging. Der dann auch missverstanden hat. Ja. Also, Thoreau hat ja in den USA auf die ökologische Bewegung sehr beeinflusst. Also ich denke gerade an den Scott Mearing und das waren ja auch keine Leute, die in der wilden Natur gelebt haben, sie haben halt schon Gesellschaft benutzt. Mhm, genau. Mhm. Also das hatte ich jetzt noch ein bisschen ausgeblendet, weil man muss sich ja auch konzentrieren. Natürlich war Thoreau, heute es gibt ja diesen Trend zum Selbstversorger, war euch Thoreau sozusagen der Erste, der das gemacht hat, der nicht sich aus Gegebenheiten und dem Zwang selbst versorgt hat, sondern der wirklich gesagt hat, okay, ich lebe hier mitten in der Gesellschaft, ich versorge mich jetzt selbst. Und das ist für viele heute noch ein leuchtendes Vorbild. Mhm. Aber eben trotzdem war die Verbindung zur Gesellschaft eben da. Und auch genauso wie heute jeder, der sagt, ich bin Selbstversorger, der geht auch in ein Krankenhaus, das er nicht selbst gebaut hat. Also, ja. Das hat es ja, also in China hat es das ja auch gegeben. Ne? Also wir haben ja 2 Dozentinnen, die immer über China berichten. Also da gab es diesen Gegenüberstellung zwischen Konfuzianismus und Daoismus. Ne? Die Konfuzianer waren die gesagt, wir regeln alles in der Zivilisation, es muss alles geordnet werden, vom Kaiser bis zum letzten Sklaven, alles schön. Und die Daoisten haben gesagt, das bringt ja gar nichts, ihr verliert die Natur. Und die haben diese Zeichnungen der Natur gemacht und haben gesagt, man muss in die Natur zurückgehen. Die haben auch, also die haben nie sozusagen durchdrungen, die chinesische Kultur war immer konfuzianistisch. Aber nebenbei ist immer dieser daoistische Gegenentwurf zum Wu Wei, ne? Also zum Nichthandeln, also geschehen lassen, die Natur geschehen lassen, sich nicht so sehr in das Machen hineinzubegeben, sondern auch sehen, wie etwas von selber geschieht und sich daran zu freuen. Also es scheint tatsächlich, also alle Kulturen immer also diesen Gegensatz zu haben, wenn man zu sehr die Zivilisation und die staatliche Ordnung und das alles macht, das halten die Menschen nicht aus. Ja, was würde sagen, ist die Überseele, die wir alle haben, die sich zeigt. Dann. Gut, haben wir es für heute. Vielen herzlichen Dank. Ja, war wieder spannend. Ja,
Gut, kommen Sie gut nach Hause. Und wenn ja. Sie den Zettel abgeben wollen, in diesem Schlitz, hier, wie bei der Wahlurne gestern. Ja, auch gut. Gut. Das ist von meinem Kostensverlag. Mhm.